Hallo und herzlich willkommen zum 7. Part meines Pokémon Let's Plays. Ich habe im letzten Part mein Wurmple verloren, aber ein Wingull bekommen. Jetzt schaue ich mir das mal noch genauer an. Es kann Heuler und Aquaknarre. Das ist doch mal schön. Oh, anmutig. Hier kann man auch noch genaueres, aber dazu brauche ich keine. Hier kann man genaueres schauen. Okay, das weiß man auch. Ich würde sagen, gehen wir Pokémon heilen und dann weiter trainieren. Sprint, 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 sprint. Aber die Pokémon-Musik finde ich immer noch sehr schön. Willkommen. Das geht doch gleich viel schneller. Sprint, 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 Sprint. Und jetzt, eigentlich wollte ich jetzt mal weiter nach oben gehen. Ach, bekämpfen wir noch ein Pfiffchen. Los, Wurmple! Stirb, stirb! Jawohl, vergiftet. Und es hat keine Beere dabei, das ist doch mal was. Jetzt bekommt es nämlich jede Runde Lebenspunkte abgezogen. Das macht viel mehr Spaß, es zu quälen. Ich bin böse. So. Noch ein Tackle. Hör auf mit diesem scheiß Tackle. Das darf nur ich. Jaula. Weg ist er. Ach Mist. Mr. Prax Hütte. Schauen wir mal rein. Niemand da. Hallo? Hallo? Och, schade, die Vase ist leer. Die und auch leer. Aber wenn man schon reingucken kann. Oh ne, sind alle drei leer. Wieso kann man in Häusern nicht rennen? Das finde ich scheiße. Pflücken wir noch ein paar Beeren. So. Ich könnte ja mal, ich glaube, ich habe genug. Ah, verdammt. So. In der Bärentasche. Die Bären. 4 Sinelbeeren, perfekt. Geben. Wurmple. So. Ich gebe jetzt jedem Pokémon eine Sinelbeere. Und dann können die die im Kampf selbst anwenden. Und ich muss dafür nicht eine Kampfrunde opfern. Ich bin schlau. Ich bin ein Genie. Oh, da steht eine Frau. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Nein. Oh, wieso habe ich immer die Maus im Mittelpunkt? Oh. Ich habe übrigens im vorletzten Let's Play aus Versehen gesagt, dass das Part 7 wäre oder so. Das stimmte natürlich nicht, es war Part 5. Oh, es wackelt mit dem Hintern. Und genau das habe ich gemeint. Mein Wurmple heilt sich. Autsch. Ich tu dir weh, Mann. Wäre schön, wenn mein Wurmple das alleine schaffen würde. Oh, nein. Ich glaube, ich muss es gleich auswechseln, da das hier ungesund aussieht. Okay, das ist mir zu ungesund. Pokémon. Los, Gekarbor.
Oh, soll der Hutumschlag mir etwa Angst machen? Nimm das! Bäm! Und jetzt... Nimm das! Nein! Was ist das für eine doofe Kuh? Woher hat die sowas? Das hat noch nicht mal ich. Und mein Vater ist immerhin Arenaleiter. Der Beste. Glaube ich zumindest. Und das doofe Zickzacks kann ja nichts von dem, also. So, jetzt ist es tot. Bäm. Also, die sind ja nur bewusstlos, aber ja. Wampel erreicht Level 7. Geckerboy, L45. Och, das ist doch Verarschung. Ah, Wampel entwickelt sich. Das ist doch mal was Schönes. Los, go, 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 go. Wenn ich jetzt B drücke, ist alles vorbei. Go, go, dum, 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 dum. Du-du-dum. Ein Panekon? Liege ich damit richtig? Schalocco, hm, ist doch dasselbe. Wurde zu Schalocco, das sieht scheiße aus. Oh, aber es kann Härtner. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten. Mit Raupi, Safcon. Okay, dann tauschen wir mal. Setzen wir mal Piep nach vorne. Und nein, besser Bello, der hat. So langsam bereue ich es, dass ich ihnen so solche Namen gegeben habe. Naja, irgendwo rennt immer ein Namensbewerter rum. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte, auch wenn es nur ganz kurz dabei ist. Setze eines deiner schwächsten Pokémon, ja, ja, kenne ich. Also, aha! Büchser. Ah, Mist. Ich hasse es, wenn ich angegriffen werde, während ich laufe. Oh, ein Schwalbini, Level 5. Bello, Fass! Das wollte ich schon immer mal sagen. Das könnte ich mir ja auch noch schnappen. Dann hätte ich zwei Flug-Pokémon. Lohnt sich das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Zum Glück haben meine Pokémon diese Beeren. Ich hasse es, wenn Pokémon Heule einsetzen. Aber irgendwie ist mein Pfiffchen scheiße. Also mein Bello. Aber wenn ich das mal richtig trainiere, dann wird das ein... Keine Ahnung was, irgendwas Gutes, das alle Gegner tötet. Habe ich schon erwähnt, dass ich Heuler hasse? Ja, ich mach's platt. Außer wenn es jetzt überlebt, dann fange ich's. Ha, tot. Ach, schade, fast. Oh, ein Paraheiler. Ach, schon wieder ein Pokémon. Dup, dup, dup. Oh, ein Wampel. Level 5, das mache ich kalt. Los, Bello, Fass! Es kann dich nicht besiegen, denn du bist unbesiegbar. Los, ich sag dir, du bist unbesiegbar. Siehst du bist unbesiegbar. Und Level 5. Oh, Jauler. Der tut den Gegnern so richtig weh. Nicht. Ah, wieso renne ich in die Wiese, hä? Mein Unterbewusstsein will wohl trainieren. Oh, oh mein Gott, ein Mann. Hm, kein einziges zu finden. Das ist schon nochmal der Typ. Hallo, du hast dich zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen. Ich liebe diese Pokémon. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf dem
wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten machte mich ganz krank, also hier bin ich. Hey, du Forscher von Devon! Gib sofort die Papiere her! Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Hoch! Was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer was sagt, aber... Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpfe gegen mich!